Nahmt ihr kontaminierten Frischlingshunde. Willkommen zurück zu Fallout London. Ja, jetzt ab dieser Folge in Deutsch. Ja, ich habe mir diese Mod runtergeladen für deutsche Untertitel. Und ich muss sagen, es funktioniert. Guck mal, seht ihr hier schon. Erstaunlich gut. Ja, gibt natürlich so den einen oder anderen Aussetzer, aber ganz ehrlich. Was erwartet. Also. Jetzt nicht abwertend, aber. Mehr erwarte ich halt gar nicht. Ist ja wunderbar. So, und zwar Entwicklung, Leute. Ich bin ja jetzt hierher gelaufen. Wir sind jetzt in der Nähe von... Ja, wir sollten ja diese... Die Thames Haven hier finden, ja. Und da bin ich jetzt hingelaufen und auf dem Weg dahin noch an... Ich glaube, Queen's House oder so vorbeigelaufen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es hier ist. Da. Nee, das stimmt gar nicht. Nochmal was anderes. Irgendwie eine Akademie für Admirals, Admiräle oder sowas. Hier, das hier, glaube ich. Genau. Und da bin ich kurz reingestolpert und dann habe ich eine Muskete bekommen. Die ist es nicht. Nehmen wir die so lange. Da habe ich jetzt 21 Schuss für und das Ding ist echt Hammer. Also du lädst gefühlt 10 Jahre nach. Ist aber nicht schlimm, weil der Damage, der da einmal rauskommt, der löst viele Probleme. Und in der Akademie habe ich auch noch einen Hut gefunden, der das macht, was ich mir gewünscht habe. Also so ein bisschen die Werte erhöhen. Und zwar Wahrnehmung und Charisma. Fand ich ganz cool. Ja, wir sehen das natürlich ein bisschen abgespaced aus. Ah, ich denke, das passt. So. Packen wir mal die Flinte wieder ein und dann gucken wir mal, was hier so los ist. Weil hier ist jetzt der Questmarker da vorne. Das sind die Tommies hier. Naja, was bilde ich mir ein? Oh, wer bist du denn? Hallo. The fuck is your problem? Wieso? Yeah, you bloody well can. My bloody dogs are dead because of you. Deine Hunde? Also ich bin hier angekommen und dann haben sich hier wilde Hunde, ich glaube in den Hund, der hier sitzt, verbissen. Ja, die sind dann auf mich los, ich habe die erlegt. Und der ordentliche Hund, der ist dann weggelaufen. They were mine. Churchill and the others. Some were strays maybe. But mine, I fed them every day. Ja gut, aber die haben mich ja nur, ne, angegriffen. Ja, also komm da, also das funktioniert halt nicht, ne? You could have just roughed them up a bit, didn't have to have them die. Hab ich? I guess I ain't got a place to be mad. It wasn't my life at risk. Forgive me. I'm an animal lover, to be honest. He's always getting picked on by the other strays. He really needs a home. With me working all, I don't really have time to take care of the little guy properly. Why not make amends for everything? Think you could adopt him? Churchill's his name. Ist cooler Name. Oh, I don't know. Just licking his balls, cow's a trick. Ja, würde ich schon sagen. Also ich kann's nicht. Also klar, ich hätte gern einen Hund. Great. He's a real good boy. You do right by him, he'll do right by you. Just give him a little pat on the head if you want to take him with you. He's smart enough to work out the rest. Anyway, enough about the dog talk. Why are you here? Genau, ich will nach Thames Haven und ich suche einen Arzt. Thames Haven? Don't know why you'd want to go there. But if you insist, keep following the road, past the bunker, past Fesco, then turn right. Keep going and you'll reach the old tube station. It's down there. Ah, okay. Doctor, here, you're having a... I'm not supposed to talk about our health and safety practices. It's in my contract. Okay. Gibt das Arbeit? I don't know. Talk to the owner. He's inside. Können wir ja auch mal machen, ja? Sure, sure. So, Churchill. Junge. Spock, ja? Befehle erteilen? Achso, der Klassiker. Okay. Vergiss es, Junge. Leckereien.
Ist das ein Nein? Okay. Also, ich hätte ihn gerne dabei. Die Frage ist nur, ob das trotzdem, ich weiß, im Originalspiel ist es kompatibel mit dem Perk hier für den einsamen Wanderer, dass man halt trotzdem weniger Schaden bekommt, mehr tragen kann, auch wenn man als Begleiter einen Hund bei hat. So, das wäre jetzt cool, wenn das trotzdem funktioniert. So, dann lass uns mal ganz kurz reinschneien. Oder laufen wir erstmal weiter? Ich God save our gracious queen, long live hab nämlich keinen Bock auf jahrelange Ladezeiten jetzt. Gerade angekommen. Und irgendwas ist noch passiert. Vor allem haben seine komischen wilden Köter hier unten einen Fabrikarbeiter da gerissen. Der liegt da vorne am Hafen. Da waren auch so ein Mischlingsviecher, die ich erschlagen musste. Und ja, ich glaube, ich habe den Grund gefunden für die ganzen Abstürze, die ich zu Anfang hatte. Also es ist immer noch so ein bisschen in der Diagnosephase, aber es ist, glaube ich, eine Grafikeinstellung, von der ich nicht mal weiß, für was sie zuständig ist. Aber ich taste mich da langsam ran, ne? Weil ich habe jetzt fast alles auf Anriss gestellt. Und ich weiß nicht, hier Waffendebris heißt das. Ich weiß nicht, was es macht. Ich hätte ja mal versuchen können, das zu übersetzen. Aber ich bin der Meinung, wenn ich das anhab, dann stürzt mir das Ding alle paar Sekunden ab. Ist mein Hund jetzt. Ach da. Ich dachte, du bist ersoffen, Junge. Churchill, komm! Wir erkunden jetzt den Hafen, über den jeder immer anders spricht hier. Der Gehirnpilz. Was hat hier denn stattgefunden, Freunde? Churchill, beiß! Seht schon, komm, du wirst mich noch öfter erschrecken, als ich hier sowieso schon immer. Jolenständer. Und ich hatte das Sichtfeld schon erweitert, aber das wird, glaube ich, jedes Mal zurückgesetzt. Wir können es ja nochmal versuchen. Ich hoffe, dass die Sache bleibt jetzt hier stabil. Ich glaube, das setzt das sowieso immer wieder zurück, oder? Alter Generator. Was sind das hier so kleine Bunker? Oh! Dreckigen Feature. Es gibt keine starken Angriffe, glaube ich. Will mal heftig ausholen, aber geht nicht. Hallo Leute. Oh, ich komme ein bisschen zu spät zu der Party, sehe ich gerade. Oh. Feiner Junge, da ist die gute Kiste, ne? Oh, das hört sich hier aber. Das ist nicht verkehrt. Schlosser knacken ist immer. Das ist immer gut. Automatisch. Komm, wir stecken es erstmal ein. Ich habe nämlich auch ein bisschen entrümpelt. Zwar immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ich habe ein bisschen Schrott verkauft, halt, der ein bisschen was wert war. Jetzt haben wir so ungefähr 1000 Tickets. Ist, glaube ich, für den Anfang nicht verkehrt. Und dann haben mir halt die Vagabunden angeboten, also jetzt Teil der Familie zu werden. Ich bin noch nicht richtig drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber so auf dem Weg dahin und ich denke mir, ich will das eigentlich. Oh, fuck off. Churchill, kannst du das übernehmen? Von dem Kleinvieh darf ich nicht nochmal. Warum habt ihr nicht gespeichert? Ich hoffe, es gab ein Autosave. Mann. Also kommt so eine Ratte. Habt ihr auch gesehen? Ach, na klar.
Na klar, ey, ihr wollt mir doch nicht erzählen. Ohne Witz jetzt, das ist doch Schwachsinn. Ich habe das eingestellt, dass hier alle 5 Minuten gespeichert wird. Ja? Ja, sind hier doch mehr als 5 Minuten unterwegs gewesen. Ey, so ein Blödsinn. Ich halte dich ja mal richtig für ein Gericht. Ey, lass mich, ich bin jetzt Sacke. Aber fink scheiße. Wenn ich jetzt am Arsch wäre. The fuck is your problem? Yeah, you bloody well, chat. They were my church. You could have just had to be with me work. What? Great. Just give him a little. Anyway. Sure. Nein, Smalltalk lassen wir jetzt mal weg hier. Okay, los jetzt. Tut, tut. War da jetzt noch irgendwas außer der Höhenpilz? Na, der Bunker halt, ne? Aber da können wir auch hier lang. Oh, ey, nö. Wenn da so eine Powerratte kommt. Und was ich vorhin erzählen wollte, das Vieh, ich hab's ja schon. Okay, das funktioniert nicht, Churchill. Erfahrungspunkte klauen ist nicht. Da müssen wir nochmal drüber reden. Oh mein, hier waren noch Tickets drin. Oh! Rotpatronen in Säcken. Was sind denn hier die Tickets drin? Ein Kühlschrank, natürlich. Ja. Schlafen ist gerade nicht drinne. Warum ist das jetzt so duster hier? So wie jemand jetzt mit der Mistratte da oben. Kann ja nicht wahr sein, ey. Cricketball, Granaten. Ich habe noch ein Dienstgewehr. Das Vieh kannst du ja nicht verkrüppeln, ne? Es ist ja einfach eine räudige Kreatur. Ah, warte mal, wir haben ja die Flinte. Versuchen wir mal damit. Churchill hat einen Feind gefunden. Ja, ja. Kann ich hier ins Absnipen irgendwie? Ich habe sie jetzt alle verkrochen gerade, ne? Die waren eben noch zu sehen. Fesco. Die tauchen gleich wieder neben mir auf und dann fangen wir an zu schreien. Guck mal, eine Kronkorkenmine. Nice. Hola. Oh, cool, ein Blumenladen. War ich schon ewig nicht mehr bei sowas. Das erinnert mich daran, dass ich meine Frau mal wieder Blumen mitbringen möchte. Churchill, aufpassen, du hast was am Arsch. Aber die Mörderzecke lässt sich jetzt bitten. Mal aufpassen, immer wenn so Dinge so nicht. Oh, jetzt ist er da, Alter. Okay. Dann kommen wir nicht lang. Churchill. Das ist er. Oh, nee. Torso Schuss. Oh, die kommt hier hoch. Oh, Gottes Willen. Churchill, du musst dir jetzt ein bisschen zusammenreißen. Also. Bisschen Pulver rauf.
bist du? Da, okay. Aber das ist nicht der echte Bösewicht. Ah, die ist clever. Oh. Wenn du diesen Hund hörst, du überall. Bam, 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 bam. Eigentlich müsste ich Dünger einstecken. Den braucht man auf jeden Fall für die Produktion von Munition. Und es muss später irgendwie die Option geben, noch so ein bisschen Basis zu bauen. Also, ich muss sagen, ist Tatsache, finde ich es auch ganz wichtig irgendwie. Einfach damit du dein Zeug irgendwo lagern kannst. Und vor allem musst du ja sonst immer irgendwo Werkbänke suchen, ja. Gerade die für Munitionsbau ist mir gerade wichtig. Ich habe irgendwo mal einen gefunden, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ist das Vieh jetzt einfach weg oder was? Oh, jetzt können wir uns das hier schön im Dingsmodus angucken. Die ist aber auch hässlich, ey. Ja, au! Halt durch! Nee, warte, wir müssen jetzt wechseln, das können wir hier nicht machen. Oh, nee, 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 nee. Oh. Komm jetzt. Oh, nochmal. Oh. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Warum habe ich denn schon wieder nichts zu fressen auf der 4? Ich stell das jedes Mal ein, ohne Witz. Fuchssteak. Oh, alle, da stellen wir noch Fuchshaare dran. Okay. So, dann ist der Bereich jetzt hoffentlich gesichert. Ölkanister nehme ich mit. Wollen wir erstmal hier rein gucken, bevor wir weitergehen? Ist das hier eine Shopping Mall? Fesco. Ab nach Fesco. Hier gibt es immer die besten Angebote. Habe ich mir sagen lassen. Ich hab den ganzen Tag einen komischen Ohrwurm von Tropico im Kopf. Ich weiß nicht, ob es da draußen Menschen gibt, die damals Tropico 1 gespielt haben. Aber die Mucke war damit so episch. Und heute ist wieder so ein Tag, da hängt mir das ganz extrem im Schädel. Oh, der Zustand von Fesco gefällt mir schon mal. Ach, hallo. Ja. Schwarze Blähfliege. Boah, die bearbeitet mich aber richtig fies. Uiuiui. Oh, jetzt in der Automatikmodus an. Ich will ja nicht so weit drin loben, da kommt noch mehr. Ja! Da hinten wurde noch irgendwas aktiviert. Bestimmt auch Ghule hier in der Bude. Oh, wie siehst du denn aus, Churchill? Ich hab's gesehen, aber Bewegung. Feiner Junge. Da kann man nicht rinnen lang. Oh, das Design sieht schon mal sehr ungesund aus. Es gibt hier eine strahlende Überraschung.
Kommt die gleich durch die Decke geglitscht. Schau, das finde ich cool. Dass du Erfahrung klaust. Boah. Aber ein richtiges Drogenversteck. Ja, das Lager. Was haben wir hier? El Bleos Fligos. Ah, nee. Ist das toll verstrahlt? Oh, komm. Hier? Sardinen. Churchill, kannst du haben, wenn du möchtest. Management Terminal. Guck mal, die Einträge können wir jetzt auch vernünftig lesen. Och, echt jetzt? Nee, nee, irgendwas ist hier. Lecker, aber sicher. Gefrierschranktür öffnen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig. Na komm, dann machen wir mal die Tür auf. Dick passt da nicht durch. Oh Gott, das bin! Du Bloatmother. Die kommt bestimmt gerade aus dem Tiefkühlraum. Die kriegt die Mine. Aber so richtig. Wir müssen jetzt zwar kurz warten, bis Churchill da aufgibt. Weil sonst springt das Vieh mich weg da mit der Mine jetzt. Ist ihm persönlich gar nicht so wichtig, sag ich mal. Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Können wir die Mine vielleicht vorsätzlich zünden? Also sie. Ist ja jetzt noch entspannt drauf. Wenn ich jetzt so ein Ding vor der Bene sch... Was macht er denn? Ja, I know. Die Mine ist mit hochgegangen. Ah! Ich hab auf nächste... Au, 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 au. Sie bringt Kollegen mit. Hau doch mal zu, er haut nicht zu. Oh, das ist so ein Knecht, Alter. Was ist mit dir? Er macht einfach gar nichts. Ja. Jetzt kann man das wieder, oder was? Ja, ist gut. Ist gut, Leute. Hab ich verstanden. So ein Dreck, Junge. Stehst du da? Ich drück wie ein Behinderter. Das kann nicht sein. Apfelmus. Set für Apfelmus. Ja.
Ja. Was ist das für ein Quatsch? Das sind so Momente, ne? Ich weiß nicht, warum das Spiel das immer so tut. Ist sie jetzt noch da? Ja. Weil alles andere schon zerschossen ist, oder wie? Hund. Sie ist ja fast tot. Oh, kommt die jetzt von da? Nee. Hier hängt immer noch eine Lagerhalle. Vielleicht kann ich Churchill eine Spritze geben. Komm her, Junge. Müssen wir nochmal zusammenarbeiten. Knallen wir jetzt noch eine Milch rein. Erdbeeren und Sahne. Oh. Oh, wie das denn hier? Klingt mächtig. Da hängt sie ab. Die sind ja aus dem Körper gekommen. Ja. Ich kann schon wieder. Hört ihr das? Kapier, nee. Anscheinend nach dem Waffenwechsel scheint es ein Problem zu geben. So ein hässliches, dickes Ding. Wackelt, wenn er das Ding lädt. Du darfst ja nicht bewegen, wird dich schlecht. Manchmal mal gar nicht so schlau, immer jede Tür aufzumachen. Gelber Teller. Warum steckt man einen gelben Teller in einen Schrank? Die sind immer leer bisher. Hallo, ist noch jemand hier? Was war das gerade? Ungefüllter Kickball. Das ist ein krasses Spannerloch. Ein Lehrbuch? Ich glaube, die sind ein bisschen was wert. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Und wir sollen auch nochmal eine Bibliothek aufsuchen für einen aus der Bar hier, von dem Vagabunden. Da möchte nämlich jemand versuchen, lesen zu lernen. Fand ich ganz cool. Er hat sich halt geschämt, mit den anderen drüber zu sprechen. Deswegen sagt er, einen Fremden darauf anzusprechen, ist einfacher. Und ob ich ihm Bücher besorgen möchte und ich ihm das beibringen kann. So, schon mal ein cooler Quest anfangen. So, wir sind jetzt durch hier, ne? Rennt doch eine Larve rum. Ob die wirklich irgendwann auswachsen, wenn man die hier in Ruhe lässt? Was haben wir hier noch? Schokoriegel. Yummy, yummy. Ist hier oben noch was? Aufenthaltsraum. Was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Oh! Ah! Churchill gerade war tot gebissen.
Oh, reich die Toiletten hatten sie, ja. Ja, hier. Boah, also was man so findet, wenn man sich wirklich genau umguckt. Okay, ich glaube, jetzt können wir raus. Ist jetzt eigentlich wieder voll gesund? Ich denke schon, oder? Da rennt wieder eine Larve rum. Ja! Es ist unzugänglich. Natürlich. Ja! Dann geh doch zu Netto. Lächerlich. Feigenlarven. Okay, spannend, was jetzt passiert eigentlich, wenn wir dann unser zweites Wehwehchen heilen. Wie es dann so weitergeht, ja. Denn das ist ja eigentlich die Hauptquest. Das geht ja. Also ich denke nicht, dass das jetzt unbedingt gekoppelt ist an diese Fraktionssachen. La 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 la. Es kriegt richtig gute Bewertungen so, ne, dieses Spiel. Und ich muss auch, ich kann noch nicht richtig erklären für mich, warum. Aber ich muss sagen, es macht mehr Spaß. Ich meine, klar, das wird zum Teil daran liegen, dass es einfach neue Gebiete sind. Aber so im Prinzip ist es ja trotzdem ein Fallout, ja. Aber ich glaube einfach, das liegt zum Teil wenigstens daran, dass es irgendwo schwerer ist. Dass es irgendwo den Survival-Aspekt mehr macht. Oder besser ausgebaut hat. So, da. Ich weiß noch nicht so richtig, was der Unterschied ist zu dem, was Bethesda immer gemacht hat. Hola. State your business, civilian. Really? Not many go looking for it. But each to their own, I guess. Thameshaven is under lockdown from what we've been able to gather. They've barricaded themselves in. No one goes in or out. Seems their pest problem finally got out of control. Schädlingsproblem? Mutants, children of the Thames. Some of my comrades call them sludge suckers, but never to their face. If you've never seen one, prepare yourself. Okay, ist nochmal eine neue Sorte. Ich habe das in den Ladesequenzen gesehen, dass es auch Viecher gibt, die diese Pendler nennen. Also auch verstrahlte. Weiß nicht, ob das auch nochmal andere sind. Can't say that I have. That's the sort of thing the Thames folk might know more about. Most of them have taken to living beneath the surface. Unter der Erde. Beneath us, in the flooded remains of Canada Water Station. Thames folk like to keep to themselves. Ach, ey, das sind doch, sind das denn die Leute, die so ein aufgeblähtes so ein Fischgesicht haben? So ein bisschen wie die Karawanen machen, die wir schon gesehen haben. Just to be clear,
I don't advise doing this unless absolutely they've barricaded the main entrance. You'll have to go in the long way around, through the south entrance. Find their leader, Rachel Hall. Good luck. I wish I could meet the Queen. Was denn hier, Junge? Oh. Where did you come from? Ey, unser Gespräch jetzt beendet. Sorry. Südeingang finden. Ich finde das ganz cool. Das ist auch lässig abgeriegelt so. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich renne jetzt dahin und dahin. Du hast schon immer irgendwie... sind so Barrikaden gesetzt. Ah, Canada Water. Das ist die Station, die wir suchen. Möchte mich aber vorerst noch etwas umgucken. Ich kann mal nochmal schnubbeln. Ort hier, ja. Da kommt man vielleicht rein, wenn man sich mit den Leuten hier gut gestellt hat oder so. Ich weiß es nicht. South Park. Naja, okay. Wasser ist echt so eine Sache, die darf man hier jetzt nicht über leichte Schulter nehmen, ne? Da ist so ein Relax ist da Pflicht. Na los, Junge, dann gehen wir in die Station. Also, spüre Metro-Vibes. Bitte, Team Fallon, hört mein Lied und macht was an den Ladezeiten. Sie brechen mir mein Herz, diese Ladezeiten. Oder Bioshock. Bei Bioshock könnte es auch sein hier unten. Bin also ein bisschen gespannt auf die Mutanten. Das schon mal sieht einladend aus. Sah so aus, als ob man das machen kann. Oh, Robert kriecht hier unter uns rum. Ist so ein Safe. Ich kann ihn sehen. Lasst ihn mich knacken. Wasserleck in den Tunneln. Verbindungen von uns zur Canada Water Station South Walk sind verschoben. Ach, guck mal. Ich weiß nicht, ob du etwas über diese Cthulhu-Puppen gesehen hast, die von Sunny Daylights verkauft werden. Die sind entzückend. Ich muss eine für die Kinder besorgen. Sie werden sie lieben. Und wenn man bedenkt, sie sind auch nicht zu teuer. Bleibt nur zu hoffen, dass der Hund dieses Kuscheltier nicht zerkaut. Als das letzte Mal passierte, weinte Charlotte wochenlang. Okay.
In order. Ey, wie soll ich denn hier drin irgendwas finden? Ich weiß ja nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Da war ja auch noch ein Lift hier hinter. Achso, hier geht's ja nicht lang. Okay. Und hier anscheinend ohne. Ich komm hier rüber. Hier, Dreieck. Wo fährt das Ding hin? Going down. Lobby. Lobby. Going down. Ist überhaupt da irgendwas funktioniert? Ground floor. Ah, geht doch, guck mal. Ja! Ja! Okay, na gut. Können wir das ja hier vorne auch nochmal machen? Das ist ein Vieh. Eine Leuchtpistole. Azatuf. Kenne ich nicht. Ah, ich letztens erst verkauft Munition dafür. Irgendwas blubbert da hinten. Alter. Churchill, kannst du vorgehen? Mal kurz was ein. Red Axe. Trotzdem kriegst du 2 Punkte Damage. Ach du Kacke. Was war das? Churchill? Ja. Sind die, dass wir die abtauchen? Ist ja nicht übertrieben. Das wäre so ein Kriecher. Oh, Alter, das ist wirklich, wer wohnt denn hier? Wer macht denn sowas? Oh, oh. Also ich glaube, er kann sich nicht mehr bewegen, weil sein Körper weg ist. Der Berserker Bljatkö. Warum sagt mehr Schaden, je niedriger deine Rüstung ist? Hier müssen wir wohl einen guten Moment abpassen.
Ui, ui, ui. Jetzt eine Magermilch. Da, ich hatte eine Person gesehen. Und dann sind die Viecher, also die Leute, die meinte. Oh. There's no use, Rachel. It's a lost cause. Listen here, Robert Clarkson. This is our home. It's time to move on. Thames Haven is lost. Give the orders to tear down these barricades and evacuate the market. You'd have me leave the ferryman to die. You'd send more Thames folk to die. Or should we just sit here and wait to be overrun? Besides, he'll be fine on his own. Always has done before. I won't abandon him. Nor Thames Haven. Hold on. Looks like we have a tourist. Yeah, yeah, up there. Wir sind mir ein bisschen suspekt. Who are you? How did you get in here? Mein Name ist Wilma Techno. Ich kam durch den Südeingang. Was zum Teufel bist du? Ja, das. Ich würde es vielleicht ein bisschen mehr durch die Blume sagen. I see. We didn't expect anyone to come through that way. Most of the station back there is caved in on itself. What brought you to Thames Haven, outsider? Ich suche einen Arzt. Hebt man denn hierher? We have one. Dr. Alan Webb. He's in the market. Unfortunately, we can't open the gate to outsiders. Not yet. Any other reason why you came here, of all places? Vielleicht kann ich euch helfen. Also erstmal bin ich im Labor aufgewacht und habe keinen Schimmer, wer ich bin. I've heard of such places. We were given some old construction papers a while back. Sold them to Sebastian Gould. Mal. They documented the construction of a laboratory beneath the shard. I suppose that's where you woke up. And I suppose you'll want to know where we got those papers. I hate to hold this information ransom, but we're desperate. Help us out, and I'll tell you who we got them from. We've had to abandon the main residential district. It became infested with all manner of horrible creatures. The market's secure, but we have to take control of the situation. Otherwise, we'll have to abandon Thames Haven entirely. The ferryman's still down there, continuing the fight. Find him and help, if he's still alive. Kasse, lassen die den da alleine rum? Was ist das für eine Frage, Alter? No. No, I don't. Warum? He doesn't spend much time here in Thames Haven. Considers himself some sort of shaman. He looks out for us. Brings us supplies and the like. He doesn't have the pacifist instinct. About that. The only way into the district is... Here, you'll want to take some Radix first. Good luck. The surface smoke is louder and louder each day. Aber was jetzt cool wäre, wenn der Markt für mich zugänglich wäre, dann kann ich nämlich
bisschen was einkaufen noch. Ich weiß ja nicht, was das für Mutanten da unten sind. Angela Clarkson. Heute nicht, oder was? Ansonsten gibt es hier, glaube ich, keinen, mit dem ich reden kann. Leiter ist gerade Benutzung. Was ist hier so los? Hola. Zugekettet. Alles klar, da kommen wir wohl wieder zurück, ja? Guck mal, hier ist noch so einer. Hm. Man die braucht? Dann besorgen wir uns halt so ein bisschen Munition. Oh, 303er. Okay, Leute, aber ich denke, wir machen hier eine Pause. Wir sind schon wieder ganz schön lange dran. Und dann sehen wir uns, wenn ich den Schacht hinabgekrochen bin. Und dann gucken wir uns an, was da unten rumkriecht und wer der Fährmann ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt einen schönen Abend. Haut rein.